Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz Tragtrix. Ich möchte da zum Thema Differentialgleichungen anhand dieses Beispiels zeigen, wie man zum Beispiel hier auf die Differentialgleichung kommt und dann eben quasi diese blaue Spur hier bestimmen kann. Es geht hier darum, um Folgendes. Sie können sich einen grünen Faden vorstellen mit einer gewissen Länge, hier etwa 0,3. Und daran ist ein roter Punkt befestigt, rotes Kügelchen. Und jetzt mache ich Folgendes, ich werde am grünen Punkt, der da auf der Y-Achse ist, den werde ich vom Ursprung langsam hochziehen und dann gucken, welchen Pfad, welche Kurve da das rote Kügelchen beschreibt. Das Ganze ist hier in GeoGebra animiert. Sie sehen, ich habe hier einen Punkt B, der im Ursprung startet, und ich ziehe dann jetzt die Y-Achse rauf und ich gucke, was passiert mit dem Punkt A, welche Bahn wird der Punkt A durchlaufen. Und Sie sehen, wenn ich da zu ziehen beginne, dann wird eben A diese Kurve entlang laufen, von der suchen wir ja die Funktionsgleichung. Nun, Sie sehen, die Situation, oder der rote Punkt, der liegt jetzt auf dieser gesuchten Funktion, diese blauen, und man sieht auch, dass der grüne Faden, der entspricht gerade der Tangente in diesem Punkt. Das heißt also, wenn ich für den roten Punkt hier die Koordinaten xy gewählt habe, ja, wie guckt dann die Koordinaten von diesem Z aus? Von diesem Punkt Z möchte ich den mal nennen, der ist hier auch der Gleichung so beschrieben. Ja, Sie sehen, die Ableitung ist ja gerade die Tangentensteigung. Und die Tangentensteigung vom grünen Graph, das ist ja gerade quasi die Strecke hier vertikal geteilt durch diese Strecke horizontal. Ich kann das gerade an diesem Steigungsdreieck festmachen, die Tangentensteigung im roten Punkt. Und ich sehe hier, das ist x natürlich, das ist die x-Koordinate vom Punkt, und diese Strecke hier, das ist z minus y. Ja, dann ist also die Ableitung z minus y durch x und minus, weil die Steigung negativ ist, und das muss also die Ableitung von y sein. Die Fadenlänge sei a. Sie sehen noch einmal die Tangentensteigung, die wir bereits begründet haben, und natürlich die Pythagoras-Beziehung, die ich da habe, nämlich dass die Katheter kann ich da ausrechnen, oder die da hier z minus y, das ist dasselbe, wenn ich die Hypotenuse, die ja Länge a hat, quadriere minus die x-Kathete, Quadratwurzel raus. So, wenn man das ersetzt, sieht das so aus. Sie sehen da, ich kann da das z minus y einfach durch diesen Wurzelausdruck ersetzen. Das heißt, ich habe jetzt eine Differentialgleichung in x. Und die zu lösen ist etwas schwierig, aufwendig. Man kann das tun. Man kann ein bisschen ausnutzen, dass man als innere Ableitung fast sowas kriegt wie den Nenner. Und nach einigen Probieren kommt man dann auch auf die Lösung. Das heißt, hier Lösung möchte ich so angeben, nicht unbedingt wichtig, wie man drauf kommt. Es geht mir einfach ein bisschen Beispiel darum zu zeigen, wie man Differentialgleichungen aufstellen kann. So, die Aufgabe ist dann, dass man diese Lösung bestätigen soll, auch ein relativ schwieriges Unterfangen. Man muss da gucken mit inneren Ableitungen, die man da vom Ln hat, und braucht ein bisschen Rechenaufwand, bis man wirklich einsehen kann, dass diese Funktion die hier gegebene Differentialgleichung erfüllt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.